Es werden mal wieder große Brocken am Bernsteinsee gefangen. Und zwar hier am altbekannten Spot. Ja, 83, 145, wie immer hier auf 35 Meter. Und das mit einer sehr fischigen Mische. Also Köderkombi Lachs und Krill mit Lachs oder Krill und Thunfisch Kombination an Futtermische. Also vieles, was gerade funktioniert. Ich habe hier gestern Abend auch schon mal ein bisschen rumprobiert und es ging schon ganz gut ab. Und es wurden gestern auch schon sehr, sehr viele Trophies gefangen. Also es ging richtig gut ab. Catweasel hatte hier was gepostet. Das geht richtig gut. Also schön hier den Spot beangelt. Nur mit dem Anfüttern von Boilies. Das ist auch mal ein bisschen was anderes. Also gar keine Basisfuttermische gemacht, sondern nur richtig große Partikel zusätzlich reingegeben. Dementsprechend erhöht man dann natürlich auch die Chance auf Trophies. Zack, und die Trophies hat er auch rausgezogen. Und vorher hatte Nordlichtguru vor ein paar Tagen schon hier seinen Albino-Schuppenkarpfen hier gefangen. Auch richtig nice. Fettes GZ dazu. Und der ging rein auf Krill Pellets 25 und auf Lachs 20. Sinkend. Also, und die Futtermische von ihm, die bauen wir jetzt gleich nochmal nach. Und dann machen wir da vielleicht so einen kleinen Misch. Das heißt, wir nehmen zum Teil die Futtermische und nehmen zum Teil noch etwas größere Pellets mit rein. In dem Fall bauen wir jetzt hier einfach mal Futtermische fürs PVA natürlich zusammen. Wir sind hier auf 35 Meter weit raus. Das heißt, mit Bällchen kommen wir hier nicht mehr hin. Vielleicht mit der Futterschleuder oder mit der Rakete, dann kommen wir da noch so weit raus. Aber ohne PVA oder wenn man das nicht hatte, dann müssen wir aufs PVA zugreifen. Das heißt, wir nehmen erstmal eine schöne Basis hier, in dem Fall mal Maismehl. Gehen dann hier mal eben rein auf Krill. Ich gucke einfach mal, was der Nordlichtguru so hatte. Er hatte Krill mit drin. Hier fangen wir an mit Feed Pellets. Genau, hier sind die größten, 12er. Dann nehmen wir Krill Süßwasser Pellets. Hier nehme ich jetzt schon mal die großen. Also 10er große Pellets, keine Feed Pellets. Jetzt müssen wir gleich bei der Futtermische ganz doll aufpassen, dass wir nicht überfüttern. Da wird es richtig tricky. Jetzt hat er da Thunfisch drin. Da bin ich ja ein bisschen platt, dass er da Thunfisch drin hat und nicht Lachs. Ich mach mal einen Thun mit rein. 12er hier auch, die größten. Und mach aber auch nochmal einen Lachs mit rein. Und zwar, hier ist Lachs und Kräuter Soluble. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube, wir schreddern mal. Wir schreddern mal so einen auflösenden, oder? Komm, wir schreddern mal ein Lachs. Lachskräuter Soluble. So, dann haben wir danach richtig große Partikel. Und können dann wahrscheinlich den Spot einfach richtig gut auf mit großen Boilies dann auch eben beangeln. So, das einmal hergestellt. Und dann machen wir jetzt hier den Lachs. Da ist er. So, das ist das. Und als Aroma hat er dann auch nochmal Krill mit drin. Und dann nehmen wir dann einfach Krill. So, also Lachs, Krill für den Bernie. Hoffen wir mal, dass das jetzt alles so gut funktioniert, dass es eine vernünftige Mische wird. Und dann, guck mal, hier geht es auch schon wieder los. Sehr gut. Und dann machen wir das jetzt nochmal schnell direkt hier ins PVA. Und zwar nehmen wir das hier. Krill B. Lachs Krill B, da ist es. Sudele. Und dann werfe ich davon jetzt tatsächlich auch nur fünfmal aus, weil das eben jetzt hier so ganz große Partikel sind, ne? Also da jetzt ein bisschen vorsichtig mit sein.
dass der Spot nicht überfüttert wird. Wir haben jetzt Mittagszeit, ja, normalerweise fütter ich ja gerne morgens an und dann abends nochmal so gegen 16 Uhr, aber das passt schon. Hier ist gerade schon der zweite Biss drauf auf diese Kombination, gucken wir auch gleich nochmal rein. Bisher gar keine Futtermische drin, also komplett blank. Und selbst damit geht was rein, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Auch wenn der Spot jetzt hier noch nicht wirklich quasi angefüttert ist, ist das doch schon mal ganz gut, wenn hier die ersten Brocken auf die Köderkombination reagieren. Ich wollte gerade sagen, der ist so hell. Das ist aber, glaube ich, nur der Bauch, ne? Ja. Der Bauch, der glänzt hier in der Sonne. Bei vollem Regenschein. Oder so ähnlich. So. Raus damit, genau, mit 18er Krill und Lachskräuter Soluble. Na, gucke mal, da merkt man schon mal, es wirkt, dieses Auflösende wirkt doch noch mal ein bisschen besser, ne? Lachs, wo haben wir es denn jetzt? Lachskrill, hier ist es, ne? Lachskrill B, genau, gemahlener Lachs mit drin, perfekt. Also, davon werfen wir jetzt hier 5 Stück rein. 35 Meter. Zack. Die anderen nehmen wir auch nochmal direkt mit hier. Hier ist übrigens jetzt die große Kombination. Ja doch, hier müsste die große Kombination drauf sein. Mit dem 25er. Gucken wir gerade nochmal rein. Genau, hier ist der 1-0er Haken drauf. 25er Krill, 20er Lachs Soluble auch. Krill B. Da ist es. Und auch hier wieder raus. Zack, auf 35. Ihr seht, ich mache immer so einen kleinen Schritt nach vorne in dem Moment, wo man wirft. Ich habe die Routen ja nicht mehr geskillt. Und damit ich dann so doch immer noch so einigermaßen den Spot treffe, hilft das. Wenn man dann in dem Moment, wo man wirft, so einen kleinen Schritt nach vorne geht, dann nochmal so diesen Spin quasi in die Richtung gibt, dann wirft man ein bisschen, eher so ein bisschen gerade. So, Krill B, auch den. Das ist jetzt hier nochmal die ganz klassische Kombi. So. 1, 2, 3. Ja, jetzt kann es losgehen. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt zumindest dreimal die Futtermische drin. Die nächsten zwei Kandidaten, die gezogen werden, da werde ich dann die Futtermische auch wieder noch rausbringen. Und dann lassen wir das erstmal. Lassen wir das erstmal ein bisschen wirken. Das wird jetzt auch erstmal noch, ich sag mal, vielleicht so eine Stunde in-game brauchen, bis das dann richtig aktiv ist hier, der Spot. Und dann geht die nächste Futtermische. Ich denke, ich werde erst so gegen 4 Uhr morgens nochmal nachmischen, oder? Oder vielleicht werfe ich nochmal ein Bällchen, einmal so eine Partikelladung nochmal nach, so gegen, vielleicht doch nochmal gegen 16 Uhr. Dass man dann für die Abendstunden, also für die doch recht aktive Zeit am Abend, oder ich werfe vielleicht sogar 2 nochmal rein, 2 Päckchen, dass man dann nochmal zum Abend hin vielleicht nochmal ein bisschen mehr Aktivität hinbekommt und dann, ja, nachts um 4 vielleicht nochmal wieder 2, also so, und dann so von 4 und dann wieder um 16 Uhr, so in diesem Rhythmus, einfach nochmal mit 2 Stück nachwerfen, dass das immer so ein bisschen aufgefrischt wird. Ich meine, die Wirkdauer hier, die ist ja in der Regel ganz lang, guck mal hier mit 16 Stunden, ja, reicht das ja normalerweise, überschneidet sich das auch eigentlich so ein bisschen. Aber dass man immer mal so ein bisschen auch was nachfüttert, ne? Ja, jetzt heißt es hier natürlich erstmal abwarten und gucken, ob was geht. Ich hoffe natürlich hier auf ein bisschen was Seltenes. Wäre natürlich mega gut, wenn hier so ein paar, ja, bisher für mich noch nie Gefangene reingehen. Also irgendwelche Albinos oder sowas. Gerne natürlich auch als Trophy. Das ist ja eigenartig. Ich wollte schon fast sagen, hör mal, irgendwie geht hier nichts mehr und jetzt tatsächlich der Regen der ganze Zeit, der Starkregen, der die ganze Zeit da war, der hört jetzt endlich auf und gegen Abend geht's auf einmal wieder los. Gerade erst wieder angefangen zu bimmeln und jetzt auf einmal legen alle Routen los. Ich war schon fast verzweifelt, ich sage dir. Katastrophe, wenn du hier dann manchmal stehst beim absoluten Regenwetter und nichts geht. Aber jetzt scheint es auf einmal, ja, doch wieder loszugehen. Abgefahren. Ja, das war jetzt bisher tatsächlich nicht produktiv.
Aber man muss es ja trotz allem testen und gerade wenn man eben auch mit größeren Bodies unterwegs ist, ist das nun mal so, dass auch mal die Frequenz deutlich geringer ist. Deswegen war ich da jetzt gar nicht, ja, so böse drum. Wenn das halt nochmal so ist, dann ist es so, da muss man halt ein bisschen länger warten. Wenn man dann eben auch mit größeren Fischen belohnt wird, ist das doch voll und ganz okay. Aber was man hier gemerkt hat, war, glaube ich, eher tatsächlich der Starkregen, denn nach Ende des Regens jetzt gerade ging es auf einmal schlagartig los und das zu einer Uhrzeit, die eigentlich schon nicht mehr so ganz normal ist. Wir sind jetzt hier schon bald in Richtung 23 Uhr unterwegs, also klar geht da noch mal ein bisschen was rein, aber irgendwann so gegen, ja, gegen 11 bis 1 oder sowas, dann lässt es auch noch mal ein bisschen mehr nach. Und dann geht es halt in den Morgenstunden nochmal wieder richtig los. Gegen 4 sozusagen kann man dann halt nochmal wieder ein bisschen nachfüttern. Und ja, dann geht es eben nochmal richtig los in den frühen Morgenstunden, 6 Uhr ungefähr. Dann sollen die Brocken reingehen. Der hier hat jetzt zum Glück schon mal wieder ein bisschen mehr Bock. Das ist gar nicht so schlecht. Ich versuche ihn jetzt auch nicht so ganz übertrieben ranzuziehen. Aber, ja, auf einer entspannten 20. Er haut auch nicht so ganz doll ab. Vielleicht hat er so um die 15 Kilo. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Na, ja, vielleicht haut er doch noch ab. Sah, glaube ich, aus wie einen Spiegelkarpfen. So, komm mal ran jetzt hier. Und dann ziehen wir nämlich auch gleich direkt den nächsten da hinten raus. Ja, da haben wir einen schönen Spiegler. Und schön rein hier immer in den Blank. So, und dann hat er es ein bisschen schwieriger, einfach auch wieder was runterzuziehen. Oder einfach nach oben. Geht auch immer ganz gut. Schön nach oben gezogen. Nach oben haben sie am wenigsten Kraft. So. Ja, nicht schlecht. Ja, wenn das jetzt natürlich in den Morgenstunden gleich so weitergeht, ich werde das einfach nochmal länger testen. Das ist übrigens so eine Sache, die ich vor Jahren oder als das Gewässer neu war, da war das dann auch schon immer so für mich so ein Punkt, manchmal ganz schwer zu erkennen, woran es gelegen hat, dass man dann manchmal merkt, irgendwie, ja, die erste Stunde war dann gar nicht so und dann in der zweiten Stunde ging es auf einmal richtig los. Also, durch die unterschiedlichen Wetterverhältnisse ist es dann tatsächlich manchmal so, dass es dass es vielleicht an einem Tag gar nicht mal so gut geht. Den lassen wir jetzt gerade noch mal draußen. Und dass es dann quasi erst mit dem zweiten Tag, wo dann auch nochmal ein bisschen anderes Wetter ist, na guck mal hier, da hat noch einer richtig Bock, dass es dann da vielleicht auf einmal deutlich besser wird. Oh, der hat wirklich Bock. Da haben wir doch einen großen Kandidaten dran. Vielleicht kriegen wir den. Ich laufe mal ein bisschen da entgegen. Das ist nicht schlecht. Der ist ja schon ganz hinten am anderen Ufer drüben. Na, da bin ich ja gespannt. Oh ja, der hat Bock. Der hat ein bisschen Bock. Gucken wir mal, was der so sagt. Und vor allem, wie der vom Gewicht ist. Da renne ich jetzt tatsächlich lieber einmal komplett rum, als jetzt hier die gesamte Strecke einzukurbeln. Der ist ja fast vor dem Einser Angelspot. So, den nehmen wir doch so gerne mit raus. Ey. Perfekt. Lauf, 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 lauf. So, und jetzt haben wir hier doch schon mal einiges an Meter gut gemacht. Und wenn er doch eh hier hin will, dann kann er doch kommen. Soll er doch rankommen hier. Gar kein Problem. So. Und nochmal weiter hier rum. Siehst du, dann sind wir hier schon am Einser. Da hat er seine 50, 60 Meter hat er schon leer gezogen hier. Aber jetzt kommt er auch so langsam ran. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal runter hier unten und ziehe den lieber hier am Flachen und nicht so weit nach oben. Wenn ich denn hier hinkomme überhaupt.
Ich glaube, die andere Seite war dafür besser, ne? Ja. Naja, genau. Ja, noch bleibe ich hier oben drauf. Er hat ein bisschen Bock. Er hat ein bisschen Bock. Gar nicht schlecht. Und das hier auf dieser Kombination mit der normalen, mit dem normalen Lachs, hat bis jetzt allerdings auch echt am wenigsten geliefert. Bisher war Soluble deutlich effektiver. Da sieht man schon was. Auch normaler Spiegel, aber in deutlich größer. So. Und jetzt der normale Lachs liefert dann aber, guck mal da, die großen Brocken. Gar nicht schlecht. Gerade nochmal gucken. Ja, normal auf dem 1er, nicht auf dem 1-0er Set. Auch mit dem 18er Boilie, 18er, 20er Boilie Kombination. Ja. So, nun komm ran hier. Und immer so ein bisschen ziehen den Klumpen. So, da sind wir doch schon fast hier am Ufer. Na, ob der schon 25 hat? Vielleicht noch nicht mal. Jetzt schön über den Rücken. Ne, nur 18. Boah, da hat er aber Bock gehabt. Für 18 habe ich schon so viel Verschleiß oder was? Naja, geht, ne? Da hat er aber Bock gehabt, weil er einfach wahrscheinlich schon schön wegziehen konnte. Ei, 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 ei. Da mussten wir... Das war aber viel zu kurbeln für so ein 18er. Aber immerhin. 18 Kilo Brocken, schönes Ding, gutes Gewicht. Jetzt geht es natürlich schnell wieder rüber und ich teste weiter. Ja, ansonsten guckt einfach auch nochmal im Discord rein. Link zum Discord ist ja unterm Video. Und da ist dann auch nochmal die andere Futtermische und die Beiträge von den beiden Lümmels, die es hier getestet haben und auch schon erfolgreich rausgezogen haben. Wie gesagt, gestern Abend war es hier auch nochmal richtig, richtig wild. Da wurden einige Trophys gezogen. Also einmal der Beitrag von Nordlichtguru und von Catweasel. Beide hier schon ganz gut rausgezogen. Und hier geht es weiter. Tatsächlich. Also, so soll das sein. Jetzt so langsam nach dem Starkregen hört es dann, ja, oder fängt es jetzt an, dass die Fische beißen. Das war tatsächlich nicht so cool. Kein oder kaum ein Gezuppel bis dato. Und jetzt so langsam geht's los. Ja, so ist es manchmal. Manchmal muss man halt länger ein bisschen Sitzfleisch beweisen und ein bisschen rumprobieren. Jetzt nehme ich erstmal gleich die Futtermischen ab und mache die dann gleich erst um 4 Uhr wieder drauf. Und ja, dann wieder in diesem Rhythmus. 4 Uhr morgens, 16 Uhr am Nachmittag nochmal nachfüttern mit 2, 3 Bällchen. Und dann geht es hier weiter. Petri Lümmels, ich hoffe, es hat trotz allem geholfen. Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer auf Twitch, immer um 19 Uhr. Und die anderen Tage 19 Uhr auf YouTube. Bis dahin, Petri.